das alte Sägewerk. Ich hatte es angekündigt, dass es zerstört wird. In meinem letzten Video, ich werde es oben rechts in der Ecke verlinken, von meinem Modellbahnkanal Train Dreams, da habe ich das Ganze vorgestellt, was ich vorhabe. Und hier auf diesem Kanal werde ich dieses Sägewerk jetzt umbauen. Das heißt, ich werde es erstmal zerstören. Wir sehen es ja im Hintergrund, oder ihr seht es im Hintergrund. Ich habe es ja schon gemacht. Und ich werde es erstmal demontieren, dann werde ich alles aufbessern, verändern, dann werde ich es mit Elektrik versehen, mit allem drum und dran, und im letzten Teil wird es dann komplett gestaltet werden, das heißt die Außengestaltung. Und der eigentliche Einbau, der wird dann zu sehen sein auf meinem Kanal Train Dreams, den ich natürlich hier unter dem Video verlinken werde. Und damit recht herzlich willkommen bei Modell Creation, dem Modellbaukanal von Train Dreams. Hier zeige ich dir die ganzen Modelle, die ich so baue, was ich verändere. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt gleich los. Ihr seht es ja im Hintergrund schon, ich baue, ich reiße das förmlich alles auseinander. Ich hatte es ja gesagt, ich kann dieses Modell so nicht verwenden, das funktioniert einfach nicht. Und habe den Ganzen natürlich jetzt auch, ja, Genüge getan. Die Schäden, die an dem Modell dabei entstehen, die sieht man gerade hier vorne, wo das Gebäude dran war. Das wird natürlich alles weggemacht. Das wird regelrecht verputzt werden. Aber erstmal muss ich das Modell mir richtig angucken, denn so kann ich es wirklich nicht verwenden. Da hat der Vorbesitzer, ich hatte ja schon damals erzählt, dass ich dieses Modell gebraucht gekauft habe, der hat sicherlich ganz gut gemeint. Der hat da ein paar Details reingebaut, die vielleicht recht nett sind, aber die mir bei Weitem nicht ausreichen, beziehungsweise die mir einfach nicht gefallen. Und ja, das verändere ich jetzt hier natürlich alles. Zuerst will ich natürlich erstmal gucken, wie es, wenn in deinem zweiten Teil dann die Beleuchtung reinkommt, muss ich natürlich jetzt schon anfangen. Ihr seht, da oben war ein Spalt im Plastik drinne. Das geht so gar nicht. Und das wird erstmal verspachtelt, das wird erstmal alles zugemacht. Denn das Problem ist ja, wenn man da irgendwelche Spalten hat, wir sehen es jetzt hier ganz schön, da scheint ja, wenn man eine Beleuchtung reinmacht, alles durch. Und guckt euch mal die Dächer an, das leuchtet alles komplett durch die Stirnwand. Jetzt sieht man es ganz gut, das kann man so nicht machen. Das funktioniert so vielleicht, wenn man keine Ansprüche dran hat oder wenn man Tageslicht auf der Anlage hat, dann ist das sowieso egal. Aber wenn man, wie ich, da Beleuchtung reinbauen will, wenn man da ein bisschen was schick machen möchte, dann geht das gar nicht. Deswegen trage ich jetzt hier richtig fett und satt schwarze Acrylfarbe von innen auf, und die mache ich wirklich richtig dick, damit eben wirklich kein Licht an der ungewollten Stelle irgendwo rausdringen kann, weil das sieht einfach nicht schön aus. Ich male natürlich auch die Bereiche mit schwarz, wo später kein Licht sein wird, aber das ist einfach so eine kleine Macke von mir, dass ich, wenn ich was mache, mache ich es komplett. Und man weiß ja nicht, was man mal so in 2-3 Jahren damit vorhat. Vielleicht macht man was ganz anderes und sagt, Mensch, da soll auch ein Lichtchen rein und so weiter. Hier stelle ich jetzt einen Ventilator daneben, damit das Ganze ein bisschen relativ schnell abtrocknen kann. Das Problem ist nämlich dabei, dass man bei der dicken, fetten Acrylfarbe stundenlang warten muss, und das geht gar nicht, wenn man will weiterbauen. Das waren so schon 2 Stunden. Und ja, jetzt trage ich, wie ich schon angekündigt habe, diesen Putz hier von außen aus. Das ist natürlich kein Putz, das ist natürlich ein Spachtel, den ich hier auftrage. Der sieht noch recht grob aus, den werde ich aber nachher zum Schluss noch verfeinern. Das werdet ihr noch sehen in diesem Video. Aber es muss ja erstmal angefangen werden. Ich klebe da auch nichts ab. Man hätte jetzt mit einem kleinen Klebeband da so an der Kante das abkleben können, damit das eben eine saubere Kante wird. Aber ich will keine sauberen Kanten. Ich will... das soll nicht benutzt aussehen, wenn man was schief putzt, sondern es ist dran geklatscht worden. Das heißt, da ist ein Gebäude weggerissen worden oder wurde ein Gebäude weggerissen und da ist dann eben Putz dran gemacht worden. So soll das aussehen. Und deswegen habe ich mir das so ja, einfacher gemacht und habe das halt nicht abgeklebt, weil man kann das eben auch so wunderschön irgendwo gestalten. Und das funktioniert schon. Ihr werdet schon sehen, ich mache das nachher mit dem Spachtelchen alles schön sauber irgendwo. Hier mache ich das jetzt gerade eben mit dieser Spachtelkante. Das wird nachher noch mehr verfeinert werden am Ende, aber hier mache ich es erstmal ganz grob, so dass ich das eben sagen kann, dass das erstmal abgeschlossen ist, diese Phase, und ich die 3 Wände mit Putz versehen habe. Jetzt stört mich hier was. Ich habe mir das Modell noch mal genauer angeschaut und habe gesehen, dass der Vorbesitzer hier oben im guten Gewissen da irgendwie Streu hingerieselt hat, dass das eben, naja, als wenn da eben Reste so aus diesem Ventilator da oder aus dieser Abluft daneben gefallen sind. Aber das ist viel zu grob. Ja, diese Streu, die da aufgelegt wurde, das ist so grob, das wäre so, als wenn ich hier so ein Sägemehlspan hier so von einem halben Meter mit mir rumtragen würde.
Und das gefällt mir nicht. Also dann lasse ich es lieber weg und mache das nicht, weil was soll da oben daneben gefallen sein? Vielleicht pustet da mal was raus, aber ach, das braucht man nicht unbedingt. Lieber mache ich die Dächer schön benutzt, dass die eben aus Metall sind, so aus Aluminium oder aus irgendwas und mache Rostflecken drauf. Das kommt aber im dritten Teil nach, werde ich noch sehen. Da wird mir schon einiges einfallen. Was natürlich dabei passiert ist, während ich dieses Streu da oben abgekratzt habe, sind diese Stangen da überall mit abgefallen, die das eben so stützen sollen. Da habe ich eben mit der Zange komplett weggemacht, weil braucht man nicht. Kann man nachbauen, da kann man aus Drähten dann was bauen, was man vielleicht sogar noch ein bisschen hübscher hinkriegt. Und deswegen habe ich die komplett abgerissen. Dasselbe ist die Leiter, die ist mir dabei auch nicht abgegangen. Ich habe sie mehr oder weniger abgemacht, weil brauche ich nicht. Warum soll da jetzt eine Leiter stehen? Vielleicht mache ich auch wieder eine dran, kann auch sein. Was mich jetzt noch gestört hat, ist, dass da oben eine Abluft ist, die verschlossen ist von oben. Das kann ja gar nicht sein. Warum ist die Abluft verschlossen? Gibt keinen Grund, also wurde ein Loch reingebohrt. Da habe ich jetzt hier auf Anhieb gleich den richtigen Bohrer gefunden. Das war wirklich Zufall. Ich dachte, der könnte passen und er hat gepasst. Das ist, glaube ich, 2,5, 3,5, ich habe keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Und das mache ich natürlich mit Hand, da kommt keine Bohrmaschine. Ihr seht schon, das ist jetzt eben schon locker gegangen, ja, also das muss ich wieder ankleben da oben, ein bisschen fester machen in sich. Es ist ja klar, auch die kleinen Streben, die hätten vielleicht auch ein bisschen was mit ausgemacht und die habe ich natürlich vorhin weggerissen. Jetzt feile ich das Loch da noch ein bisschen aus, dass es auch vernünftig aussieht. Ich habe erst überlegt, ob man da vielleicht einen Rauchgenerator reinstellt. Oder habe ich gesagt, wozu ist ja eine Abluft, was soll da ein Rauchgenerator hin? Völliger Blödsinn. Und in dem Video bei Train Dreams hatte ich es ja angesprochen, dass ich die Abluft, die auf den hohen Gebäude hier, was ich jetzt da von innen verschließe, da gehört auch eine Abluft drauf und die hat mir gar nicht gefallen, weil die wäre erstens viel zu hoch gewesen und zum Zweiten, ich weiß nicht, es hat irgendwie nicht zu dem Gebäude gepasst. Für mich ist das eine Art Nebengelass, wo man vielleicht Bretter zum Trocknen reinstellt. Ach, was weiß ich, was man da machen sollte, keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so als Sägewerk wahrscheinlich überhaupt nutzen werde. Habe ich mir jetzt auch neulich Gedanken darüber gemacht, dass ich das vielleicht völlig zweckentfremden werde. Sicherlich die Säge reinbauen, klar, aber nicht so als Priorität irgendwo. Man kann da was sägen, kann aber auch einfach nur eine Lagerhalle sein. Und sowas in der Art wird es wahrscheinlich werden. Hier verspachtle ich von innen. Von innen deswegen, damit ich oben nicht allzu viel von dem Dach die Strukturen verstreiche, also zumache. Das wird nachher schon ausreichen, da sieht man. Denn auch hier sind vier Löcher ringsrum. Neben dem Loch, was ich gerade mache, auch da standen so kleine Verstrebungen irgendwo. Und hier sieht man schon, habe ich es zugespachtelt. Die Löcherhalter habe ich weggemacht und jetzt ziehe ich so ein bisschen von dem Dach die Rillen nach. Das soll ja irgendwo so eine Art Metalldach sein oder irgendwas in der Form, in der Richtung. Und da ziehe ich die Rillen nach. Die müssen nicht perfekt sein, weil ich habe mir überlegt, die Stellen, die ich jetzt hier verspachtelt habe, das könnte man vielleicht beim Pinseln später sehen. Also habe ich es jetzt nur grob gemacht und da werden einfach Dreck oder Rostflecke drauf gemacht, dass es eben so aussieht wie ein völlig verranztes Dach irgendwo, was da ein bisschen aufgehübscht worden ist oder aufgehübscht wurde. Und selbiges für den großen Teil da, das ist ein bisschen schlechter zu machen, weil da muss man ja gucken, dass man etwas Längeres hat, was man so komplett drüber zieht, dass man nicht mit der Spitze des Messers so reintunkt in die Spachtelmasse irgendwo, ne? Den Grund des Häuschens fand ich eigentlich, also diesen Grundaufbau fand ich recht hübsch. Diese Schindeln, diese Dachziegel, diese, ich sag jetzt mal, ich würde es als Holzdachziegel bezeichnen. Die sehen recht hübsch aus, deswegen habe ich mich generell für dieses Gebäude entschieden. Das habe ich da, wie gesagt, im Internet gekauft, recht günstig bekommen. Was heißt recht günstig, ist relativ. Und habe allerdings, damit dieser Sägewerkcharakter bei mir auf der Modellbahn ein bisschen erhalten bleibt später, habe ich noch ein zweites Sägewerk dazu gekauft, was völlig anderen Charakter hat. Deswegen habe ich mir hier überlegt, dass es vielleicht gar kein Sägewerk ist. Was kommt da an der Seite raus? Keine Ahnung. Sägespäne kann man so lassen, ist ja völlig egal. Ich lasse die Säge sowieso da drin. Diese Klappe da, die Rutsche, die da jetzt dran ist. Aber das überlasse ich vielleicht auch der Fantasie des Betrachters meiner Modellbahn später mal, was da rauskommen könnte. Oder ich stelle einen LKW drunter, vielleicht eine Kohle könnte da nicht rauskommen. Ja, lassen wir es doch bei Holzschnitzeln irgendwo, die da vielleicht irgendwo
eingelagert wurden oder sowas in der Art. Kann man doch machen, das ist überhaupt kein Problem. Und ja, jetzt klebe ich mal die Gebäude, weil ich die ja vorhin so abgerissen hatte von der Modellbahn, klebe ich jetzt ein bisschen zusammen, damit das Ganze ja wieder stabil wird, weil der Putz da hat sich da auch in der Mitte wieder getrennt. Und ja, dauert nicht lange. Sekundenkleber passt da schon irgendwo. Was jetzt natürlich reinkommt, sind Fenster. Ich hatte auch hier überlegt, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache, weil hier handelt es sich wirklich nur um die beiden Fenster, die da oben sind, die im Dach, man sieht es da ganz oben an der Kante, aber wir werden es ja gleich sehen, wenn ich es reinklebe. Und habe ich überlegt, ja, warum eigentlich nicht? Natürlich, warum, da regnet es doch rein, wenn das offen ist. Warum sollte ich es offen lassen? Weil ich habe also überlegt, Mensch, so ein altes Ding, da gehören keine Fensterscheiben rein, aber wie gesagt, warum sollen da keine Fensterscheiben reingehören? Also wir haben hier in unserem Dorf hier viele alte Scheunen, wo auch Fensterglas in den Dachfenstern drin ist. Weil, was soll ich da lagern, wenn es reinregnet? Also völlig blödsinnig irgendwo. Ne? Das passt ja irgendwo nicht so richtig. Hier habe ich jetzt die Fensterscheibchen. Jetzt, die versehe ich übrigens immer nur mit einem einzigen Tropfen Kleber. Ich mache die Fenster sozusagen immer viel zu lang, sodass ich die oberhalb dann ankleben kann. Und ihr seht schon, das passt. Das ist mir lieber. Manch einer habe ich schon gesehen, die machen den Kleber fast schon ringsrum und wundern sich, dass die ganzen Scheiben immer voller Kleber sind. Also ja, nee, ist gar nicht notwendig. Also das hält selbst hier, da sind ja so eine Plastikfenster, die haben so einen Rahmen von innen. Selbst das funktioniert prächtig und man hat eben keine Kleberreste in den Fenstern drin, was hier irgendwo nicht besonders schön ist. Ne? Dieses kleine Toilettenhäuschen, das hatte ich ja vorne an der Ecke weggemacht, das hatte ich ja angesprochen in dem Video von Train Dreams, dass ich das auf jeden Fall behalten werde. Das habe ich mich entschieden, das mache ich hier vorne hin. Das passt eigentlich recht gut. Ich wollte es eigentlich links mit hinmachen, wo der Platz ist, aber ich werde wahrscheinlich die Sicht, die wir sie jetzt gerade haben, auf der Modellbahn haben, auf dieses Häuschen. Und deswegen habe ich es vorne hingemacht, dass man es einfach ein bisschen sieht. Und das könnte ja da ganz gut, eine kleine Tür werde ich vielleicht noch drucken dafür, dass das eben auch zu verschließen ist, das passt schon. Und jetzt seht ihr schon, jetzt verschleife ich den Putz. Der war natürlich relativ grob, was ja, wie gesagt, Absicht ist auf jeden Fall. Und aber er muss ja aufgrund des Maßstabs von dieser Modellbahn, das ist ja Spur N, muss ja das ein bisschen flach geschliffen werden. Das funktioniert sonst gar nicht. Jetzt habe ich hier mit einer kleinen Dreieckfeile noch die Kanten alle schön bearbeitet, dass die trotz alledem, dass ich es freihand gemacht habe, ein bisschen glatt sind. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Denn es muss nicht hundertprozentig gerade sein. Ich werde es ja noch bemalen, wie gesagt, sowieso. Es bleibt ja nicht so. Das kommt ja im dritten Teil. Im nächsten Teil kann ich euch jetzt schon versprechen, der wird bestimmt auch sehr, sehr interessant, weil da werde ich mich um den Innenausbau ein bisschen bemühen. Da kommt dann noch eine Etage mit rein und da, weil das kann man ja so nicht lassen. Ich meine, wenn ich da oben reingucke, da ist ein Dachfenster auf der einen Seite oder eine Art Tür, wo ich was rausladen kann oder sowas oben über den Ganzen. Und deswegen habe ich da, hier links sehen wir es, ne, da ist ein Fenster, wo führt denn das hin? Ins Leere? Also es geht nicht, da muss eine Zwischendecke eingezogen werden. Und in die Zwischendecke kommt natürlich die Beleuchtung mit rein, so dass das Ganze ein bisschen authentischer aussieht. Auch wenn man es nicht sehen wird auf der Modellbahn, sage ich gleich, man wird es wahrscheinlich nicht sehen. Weil wenn ich reingucke und es ist schwarz, passiert nicht allzu viel. Aber ihr kennt mich oder die auf diesem Kanal mich noch nicht kennenlernen, mich kennenlernen. Ich treibe es ganz gerne mal ein bisschen auf die Spitze. Aber ich denke mal, für den ersten Teil lassen wir das erstmal so stehen. Ich habe den Grund geschaffen und aus diesem Grund, denke ich mal, kann ich was weiter gestalten, sodass das eben alles recht hübsch wird. Und wie gesagt, im nächsten Teil geht es dann ein bisschen um die Elektrik von dem Ganzen. Da kommt eine Außenbeleuchtung dran, da kommt eine Laterne schön dran, da kommt innen alles rein und dann wird das recht nett werden, hoffe ich. Da würde ich sagen, lassen wir es für diesen Teil schön sein. Wir sehen uns wahrscheinlich dann in der nächsten Woche wieder. Ich werde das wöchentlich jetzt hier hochladen, die drei Teile. Und dann macht's schön gut. Bis wahrscheinlich nächste Woche. Alles klar und vielen Dank fürs Einschalten. Macht's schön gut. Bis dahin. Tschüss.